What the? Dann wäre eigentlich nicht einmal erwischt, aber ist egal. Also, man muss das ja schon wieder schießen. Ist mal Schneederscheiß. Ich habe euch gerade drin. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Tja, Fallschirm und ab geht's. Hello. Bungee Jumping ohne Gummiseil. Ist umgekommen. Relativ. Wird manchmal auch ein freier Fall genannt. Sind das irgendwelche speziellen Zeloten, weil die so eine... Ein freier Fall wäre aus dem Flugzeug. So eine geile Farbe haben. Ich bin lila, ich bin was Besonderes. Ich geh wieder rein, ich glaube, du musst sowieso wieder rein. Weil ja, wieso? Anders gut, geht's ja nicht. Ja, was würde es für einen Sinn machen, dass draußen wieder Gegner spawnen? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt Spiele mache... Vielleicht wollen sie von hier rüber schießen einfach. Ja, wie wär's, wenn du einfach diese Holzbalken niederschießen würdest? Ja, oder einfach über dieses Ding drüber kletterst. Ja, vielleicht muss ich ja so aussaugen machen. Nee, über dieses wenn die Tür, wenn das Tor nach innen aufgehen würde, würden die Holzbalken ja keinen Sinn ergeben. Ja. Eben, ja, wechseln, das ist so normal. Geht auch nach innen auf. Ja. Was fällt dir ein, dass du wieder das spawnst? Die spawnen einfach. Das hat nichts mit Fortschritt zu tun, sondern die spawnen einfach. Da runter? Ja. Oh. Ja. Was ist mit euch? Ja, das ist neu. Er hat einen Sensor. Er wirft Dynamit. Dynamit? Oh. Von oben. War ich eigentlich schon bei den zwei Fettsäcke? Ich glaube, es ist da gerade extra. Und zwei JJs. Also JJs. Ich bin bei den zwei Dingen. Du bist ja auch noch gar nicht auf der Insel. Ja, die. Ich bin nur auf der Insel, die zwei. Die zwei Giganten. So, die zwei Giganten. Sind noch auf der Insel, oder? Nee. Nee? Die kommen in der Burg vor. Ah, bald! Bald kommen die. Dann kommen wir noch, ja. Kann man sehen, schon. Nein, das geht noch in den originalen Teil. Was? Spasten! Da muss ich wohl Daka machen. Daka? Das ist Daka Daka. So. Okay, jetzt macht es Sinn. Ist auf beide Seiten. Ja, jetzt ergibt es Sinn. Ja. Warum kann man das Tor nicht einfach zusperren? Nur Salazar hat den Schlüssel. Ne? Warum sperren die denn nicht einfach ein und sorgen dafür, dass es keinen Weg nach draußen mehr gibt? Ja, wäre viel einfacher. Entsperren und dann dieses ganze viele Dynamit, das sie anscheinend zu haben scheinen, irgendwo platzieren. Benutzen. Sinnvoll benutzen. Ja, aber der Held... Der die können auch einfach die Brücke sprengen. Ja. In der Zeit, wo du da in dem Turm bist noch. Oder die Brücke einfach hier, genau hier lassen. Und hat ja keine Chance, dass sie überhaupt drüber kommt. Ja. Yeah. Aber so bringt er einfach alles und jeden um. Das Leben hoch, der Mann, der den Sprengstoff erfand. Wuhu. Alter, wie viel kommt. Oder ja, tut. Warum? Komm. Link, du hast die Welt gerettet. Wuhu. Warum sind da so viele Enemies? Ich brenne ich so oder so die Fotze weg. Burn! Ups. Toll! Ja, ich hab die zwei dann getroffen. Quickscope! Oh, Matchup! Quickscope! Raketenwerfer. Oh.
Ich habe schon ein Gefühl, dass wir die am Sack gehen. Und den gemütlichen Gegnern traue ich sogar noch zu, dass sie den Raketenwerfer jetzt auch benutzen. Ja, und es ist ihnen egal, wie wir draufgehen. Das ist der ungefährlichste Virus überhaupt. Ja, das ist richtig, ja, ich brauche den. Und der gefährlichste? Der B-Virus. B-Virus? Ja, der... Der One-Hit-Virus. Der dich One-Hitten kann. Scheiß drauf! Fuck this place! Fuck this shit! I'm out of here! Warte mal, was kommt denn? Zwei! Zwei! Sind zumindest nicht einer? Doch, vielleicht ist einer, ja. Auf das ist normal er? Und den anderen Schwierigkeitsgraden sind es zwei. Hm. Das ist er. Was? Das ist er. Er? Oder es? Er? Da die zwei? Er. Was er sind die? Er da hinten, gerade mal. Der Wolverine, der Blinde. Ah! Jetzt einfach rausgehen. Wo sind sie? Einer hat sich festgesteckt, zumindest einer. Ich würde mal nachsehen, hallo. Granate. Hat er keine mehr. Bitte, bitte. Fällt dir mal überhaupt nicht auf, wenn der dann mit der Pistole auf die Türke schießt. Nee, nee, nee. Oh, der steckt in der Luft. Ja, der Lacher! Ich wär tot. Der Lacher hätte dir schon sagen sollen, dass sie hinter dir sind. Ja, aber es waren eben vorne auch ein paar. Hilf mir das an. Komm, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Hier eine Schwuchtel. Sei keine Schwuchtel. Scheiß dir nicht an. Don't be a Schwuchtel. Das ist nervig, einer. Du bist des Todes. Oh, das ist ein Fahrrad. Schrottflinte. I wish you a Merry Christmas, bitch. Es ist April. Alter. Ich will dich trotzdem Winter. Was ist mit ihm? Ich bin unten. Er ist Hilfespray. Nehme ich mal was Sinnvolles. Hinten noch einer. Oh, das ist vorne. Irgendwer kommt. Oh, ja. Das war knapp. Dreh dich schon um. Sehr schön, dass der so nett auf dir war. Dreh dich doch bitte um. Nee, jetzt bleibt er stehen, dreht sich um. Das ist ja nichts. Ich verstehe, warum er eigentlich gegen die Wand läuft oder sowas. Ja, weil er wahrscheinlich seine eigenen Schritte hat. Fu! Er kann du bist Schritte gelaufen, wenn du brauchst. Ja und aber... Was? Boah nicht. Ja, ist klar, renn einfach rein. Ja, schlau einfach mal um die Erde. Yeah, yeah, break down, zieh um. Dreh dich um. Dreh dich um. Hinter diese Kekse. Kekse! Okay.
Sollte man eine Glocke hier? Ne, zwei. Ja, aber eine ist ja kaputt. Oh, die perfekte Chance. Beide sind kaputt. Das Snowflake. Was macht ihr? Saufen. Ja, sauft er wirklich? Ja, eindeutig. Na, der Hund glaubt, der glaubt wirklich, dass er mit Leon, Scotty, Kennedy, hoppa, der falsche Knopf, dass der sich mit mir anlegen kann. Ich meine, wie ist denn heute schon Ostern, oder was? Junge. Nee, das war schon, Ostern war schon. So, reloaden. Und Weihnachten? Kommt. War auch schon. Na, war noch nicht. War noch nicht. In diesem Jahr noch nicht. In diesem Jahr noch nicht, richtig, ey. Schütte es! Boah, das ist... großzügig! What? What? Nee, da ist nichts mehr. Hab ich zumindest. Aber hinten ist 5 oder sowas. Ah! RPG! Leon! Mr. Kennedy! Weißt du, was ich machen will? Oh ja, das. Weißt du, oh, was ja. Ich machen will? Ich will die beiden, während du. Hey, töte ihn! Ah, das ist so witzig. Where's the satisfying sound of one's impalement? Look for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Schade, ich dachte schon, die springen nach. Geh. Geh so schlappe, geh. Geh mit Gott, aber geh. Verzüglich. So, you have 9 lives. But it doesn't matter now, Mr. Kennedy. Warum schickt ihr beide mit uns? Ich habe sowieso keine Chance. Your right hand comes off? Say whatever you please. Ich weiß nicht warum, aber ich, wenn ich in den Baum reingekommen wäre, einfach so. Naja, wäre eine Möglichkeit. Aber dann würde ich die Vertugis zerschnetzeln und zwar auf das Gröbere. Ja, ja, ja. Und du kannst noch so BUM machen, wie du willst, das würde nichts bringen. Okay. Weil. Ja, du hast du. Hast du von dem bist du ja weggelaufen, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Welcome! Welcome! Got some rare. What are you buying? So. Kann man die gleich nicht umbringen? Doch, kann man. Aber. Ich kann die Stricker kaufen. Schwierig. Scheiße, Stricker. Krone. Gibt's eine Waffe, die One-Hit? Ja, was kann man da reintun? Es gab doch eine Waffe, die One-Hit. Eine Raketenwaffe. Ja, Raketenwaffe. Okay. Wenn eingefroren ist. Ich glaube, da passen eben die. Katzenlang. Sagen wir es, ja, genau. Nee. Katzenlang, doch. Dann sind es andere Sachen. Aber die kriegst du auf jeden Fall. Was mit der Chicago? Ist der One-Hit? Ja, ist der One-Hit. Aber? Nein, ich muss nicht. Macht Spaß. Thank you. What are you buying? What are you buying? What are you buying? So, ich hol mir mal kurz ein Energy. Soll ich dir was mitnehmen? Nein. Bist du sicher? Nein. Wirklich? Nein. So. Stell mir einen einfach mal her. Ich würde mal. Achso, warte, wie viel Geld habe ich noch? Jetzt kommt der Redu, es hat mir gesagt, das ist der einzige Gegner, wo wir Raketen werfen. Ja, genau, das ist der einzige.
Wir haben das war kein Gegner, wo wir einen Raketenwerfer benutzt haben. Das ist einfach nur ein Teil, was sehr viel Munition frisst. Ja. Was ist ein Teil, was sehr viel mehr Muni frisst? Ja, das komische fette Teil, was mit dem Raketenwerfer runtergeschossen hat. Okay. So, da der Dugo ein extremes Scheißvieh ist. Also richtig. Richtig, ja. Werde ich jetzt mal sortieren. Ja, aber vorher. Sortieren und dann mal speichern. Bevor werde ich nur noch das Ding jetzt gönnen hier. Ah scheiße, ich kann mir einen leisten. Verkauf eine Granate. Stimmt. Oder beide. Kommt auch ein Boss, das Teil, oder? Yep. Eine reicht, glaube ich. Was? Wo sind die? Is that all? What are you buying? What are you buying? Is that gerade um 50 wäre ich nicht ausgegangen. Ah, okay. Ja, das muss ich da raus und hier. Ein gelbes Kraut allein. Das sieht man auch in alle Tage. Allein. Ziel für einen Rauminenwerfer. Das ist so bescheuert. Schulterstütze Team. Okay. Brauchen die Ziele schon so einige Maß Blut. Das ist trotzdem praktisch, weil es uns zu wissen so verreist. Aber ist doch egal. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich bin. Mal, als hätte ich mir die Granaten sparen können. Yep. Ich weiß, ich bin beim ersten Mal da runtergefallen und. Gestorben. Genau. Was würdest du nur machen beim Messerkampf gegen Krauser? Oh ja. Oh ja, zu dem kommen wir auch noch irgendwann. Ich würde mal sagen, wir würden mal kurz aufhören vom Verdugo. Ja, ich zumindest. Also dann, ja, ich würde mal sagen, das war mal eine kurze Runde mit Imak noch an meiner Seite. Mhm. Ja, und deiner und meiner, ich sitze so weit abseits. Ja, ist irgendwo. In Zahnmeister Welt. Stirb Batman. Du hackst hier auf. Stirb Batman! Ja, auf vielleicht um einen zu hacken. Das ist nicht Batman. Leon! Oder wenn ich Battlefield Bad Company 2 spiele. Haben wir das schon mal vertippt? Nein. Ich spiele Bad Company 2 und spiele Aufklärer mit C4 und laufe hinter einem Panzer hinterher, hinter den gegnerischen, der mich nicht gesehen hat. Und dann bleibt er so stehen und ich denke mir so, ach gut, laufen wir hin, legen wir C4. Und ich laufe hin, bevor ich bei ihm bin, fährt er wieder weg. Und dann verstecke ich ihn wieder und laufe wieder hin. Und er hat dann eine geile Idee gehabt, so, Und das sieht man so, wie er so das C4 auf dem Panzer hat. Dann springt er so irgendwo die Böschung hinunter. Mike, man, und er fängt dann explodiert alle. Also, dass ich alle Fledermäuse zertötet habe. Zertötet, ja. Ich habe alle zertötet. Ja, zertötet. Now I can die in peace. Okay. Eins will ich wissen. Was? Wie ist der da gekommen? Er hat den Alter verfehlt. Aber das letzte Rennen kann ja nicht mal aufgespießt werden. Warum? Ja, man hat ja so gesehen, er fliegt runter und schießt das komische Teil nach oben. Aber unten waren keine Stacheln. Das ist sehr merkwürdig. Und jedenfalls eins weiß ich. Der liegt sehr gemütlich. Ja, der kuschelt mit dem Ding. Du siehst seine Hände. Der will es knuffen. Die sind so... Meins. Hat der Darm raus? Nee. Schade. Das ist der Gürtel. Schade. Die Kordel. Kordel. Warum hat er eigentlich seine eigenen Leute rein? Weil es ihm Spaß macht. Schau sein Grinsen an. Yeah. Ich glaube, der ist lachend gestorben. Er ist mit einem Lachen im Gesicht gestorben. Ich glaube, der hat so ein extrem krankes Lachen. Wenn nicht, finde ich das schade. Wie viel Bullshit machen wir eigentlich gerade? Ey, das ist der Imperator! Nee, das ist nicht Benedikt der 16. Er hat Angst! Er hat Angst! Er hat Angst, ja. Jesus! What? Naja, also bevor wir noch weiteren Scheiß machen und 10-mal im Kreis laufen. Wir labern so viel Scheiß heute. Würde ich sagen, dass wir
Stopp machen. Also dann. Trauerspiel beenden. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Gizuka. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt. Kill der Verdugo. Nee, also ich bin Yato. Tschüss. Ne? Achso, okay. Bis die Tage.